Hi, meine lieben Fräuleinchens, zu einem neuen Video von mir. Heute ist der 4. Adventssonntag, das heißt, heute kommt vorerst das letzte weihnachtliche Rezepte-Video online. Ja, und ich hoffe, ihr hattet bisher Spaß mit meinem Format Weihnachten mit Fräulein Jasmin, das sich jetzt ja auch langsam dem Ende naht. Und ja, auf jeden Fall habe ich mit euch zusammen eine leckere Spekulatius-Torte gemacht, die auch im letzten Jahr schon sehr gut bei unseren Gästen ankam. Und deshalb wollte ich auch noch dieses Rezept unbedingt mit euch teilen. Ich freue mich selbstverständlich wieder, wenn ihr Rezepte nachmacht und mir Bilder bei Instagram schickt oder mich verlinkt. Wie auch immer, auf jeden Fall zeige ich jetzt euch erstmal, wie ich die Torte gemacht habe und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Für dieses Rezept benötigen wir 500 Gramm Mascarpone. Wir brauchen insgesamt 350 Milliliter Schlagsahne, 2 Päckchen Sahnesteig. Wir brauchen 200 Gramm weiße Schokolade, 1 Päckchen Vanillezucker. Wir benötigen Spekulatiusgewürz, 2 Teelöffel. Ich habe jetzt leider kein Spekulatiusgewürz gefunden. Ich habe wirklich überall geguckt, bei Edeka, bei Rewe. Ich habe es nicht gefunden und benutze deshalb jetzt Plätzchengewürz. Schmeckt allerdings genauso gut. Hatte die letzten Jahre immer das Problem, dass ich kein Spekulatiusgewürz gefunden habe. Und habe dann einfach Plätzchengewürz genommen. Ist wie gesagt gar kein Problem. Wir brauchen 3 helle Böden. Ihr könnt natürlich auch selbst Biskuitböden backen. Das Rezept beinhaltet jetzt einfach diese 3 fertigen Böden. Und ihr wisst ja, mit Biskuitteig bin ich auf dem Kriegsfuß, weil ich die nie gescheit getrennt bekomme und greife meistens auf diese hier zurück. Dann brauchen wir 75 Gramm Zucker und zum Schluss 200 Gramm Gewürzspekulatius. Genau, wie ich das alles zubereite, zeige ich euch jetzt. Als allererstes werden wir die Schokolade schmelzen, die 200 Gramm Schokolade mit 250 Milliliter Sahne. Das kommt über Nacht in den Kühlschrank. Das heißt, ich drehe dieses Video dieses Mal auf 2-mal für euch, weil das, wie gesagt, 24 Stunden in den Kühlschrank muss. Und das machen wir jetzt als allererstes. Und das wandert jetzt die nächsten 24 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns morgen wieder. Einen Tag später und heute machen wir die Torte fertig. Ich werde jetzt als allererstes die Mascarpone mit dem Vanillezucker, dem Zucker, dem Plätzchen bzw. dem Spekulatiusgewürz vermischen. Dann schlage ich die restliche Sahne mit dem Sahnesteig fest und gebe die dann unter die Mascarpone-Masse. Die Ganache stand jetzt auch 24 Stunden im Kühlschrank und auch die brauchen wir dann jetzt gleich, um die Torte zu bestreichen. Los geht's! So schaut jetzt die fertige Tortencreme aus und jetzt werden wir gemeinsam die Torte zusammenbasteln. Wir fangen jetzt an mit der ersten Schicht Ganache, dann kommt die Creme drauf, ein weiterer Tortenboden, dann schichten wir das wieder genauso und am Schluss kommt dann nur noch Tortencreme auf den letzten Boden. Thank you.
hier ist auch schon die Spekulatius-Torte. Die kommen, wie gesagt, in jedem Jahr bei uns sehr, sehr gut an. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das Rezept nachmacht. Dieses Mal hatte ich so ein paar Probleme mit dem Boden, weil ich den kaum aus der Packung bekommen habe. Der hat ganz, ganz stark gekrümelt dieses Mal. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Torte super schön. Ihr könnt die Torte natürlich auch noch nach eurem Belieben dekorieren. Aber ich mag das eigentlich ganz gerne. Einfach nur so ein bisschen Zimt und ein paar Spekulatius-Krümel drauf. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lasst. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video wieder. Bis dann, mein Lieben. Ciao.